wollte eigentlich, dass wir ja zur Hauptquest weitergehen, aber dann haben wir wieder was gefunden, was uns abgelenkt hat. Ja, das war noch besser als die Hauptquest. Ja, irgendwie schon, ne? Von der Schwierigkeitsgrad her. Ja. Nein, die gehen auf den Elch los. Müssen sie beschützen. Wir haben die Natur gerettet. Familie ausgerottet hier. Das ist ein Altar von Lilith, Daniel. What? Selbstverbesserung. Stärke für alle Charaktere auf diesem Welt wurden um 2 erhöht. Permanent? Das ist wieder ein eigenes. Oh. Ja. Danach muss ich mal unten da zur Stadt gehen. Dann Sachen verkaufen. Okay, ich habe gar nicht so viel aufgehoben. Ich habe nicht viel gefunden. Ganz ehrlich. Oh, hier sind kleine grüne Flammen. Ich muss warten. Wir müssen Seelen sammeln. Ja, natürlich. Wie dumm von mir. Stufe 30. Ich bin noch nicht bereit. Sagen wir schon wieder ein neuer Disney-Film irgendwie gerade? Ja, Welcher denn? Ruby hieß er, glaube ich. Ich bin da letztens am Kino vorbeigelaufen und da war irgendwie so ein Poster davon. Das sah aus wie so ein Disney oder Pixar oder irgendwie so weit wieder. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts, ganz ehrlich. Ruby, ne, das sagt mir nichts. Das sah so ähnlich aus wie Elements hier. Oder wie auch immer der Film ist hier. Ja, das sagt mir im Moment nichts, du. Das sah jedenfalls so aus wieder. Noch erst da zwei gewesen. Goldene Schilde, ganz toll. Hey, yo. Was war das? Kann ich hier nicht tun. So, wir Platz schaffen in meinem Inventar. Neue Klamotten freischalten. Ja. Ich finde aber immer noch neue Designs die ganze Zeit, obwohl ich hier alles schon auseinandernehme, was ich finde. Kann ich voll gut stylen im Endgame. Die Waffen im Shop, die sind normalerweise ja immer ein bisschen besser als das, was wir haben. Bei Vaters Segen. Weil wir sowieso die ganze Zeit immer neue Sachen bekommen. Ist schon kleine Geldverschwendung. Dann packe ich wieder meine Edelsteine. Oh, hier gibt es keine Kommode. Okay, so viel dazu. Obwohl ich schon wieder gestorben bin. Schon wieder nichts abgezogen bekommen. Na, weiß ich nicht. Ja, weil ich dich ja wiederbelebt habe. Wieder. Weil du mich wiederbelebt hast, nehme ich mal an. Ja. Und verlierst halt nur, wenn ich selber respawns. Ja. So als Bestrafung irgendwie. Hat er irgendwie, weil er nicht solo spielt. Keine Ahnung. Nehme ich mal an. Da ist schon wieder so ein Ding. Haben wir nicht wortwörtlich gerade gemacht, das heißt Seelengefäß. Ich weiß genau, was wir gerade gemacht haben. Ja, das kann wahrscheinlich.
Robuste Stiefel. Na. Au! Der Schaden, der macht Angriff, macht der Schaden, dieser, wenn der sich auf seine Hände stellt. Wenn der sogar dir Schaden macht, den. So, dann bin ich alles noch. Ja, zum Entdecken und zum Spielen und zum Naschen. Ich bin noch nicht bereit. Das ist auch dein Ultimate. Ja, ja. War vielleicht Verschwendung. Ach, was. So, rein in den Keller. Waren da noch Gegner? Wo ich sehe voll farbenfroh aus mit meinen Klamotten. So, da kommt hin. Du bist ja auch voll der farbenfrohe Charakter. Ja, das Farbschema hier von Kratos aus God of War. Mehr von oben runter gedroppt. Ja, ja. Oh, ein Skalpell. Okay. Hacke. Ich habe ein goldenes Brustschwert hier, Daniel. Ist aber nur ein Wolf übrig. Drei goldene Sachen hier. Warte mal, ich leg das mal ab. Das hat eine Menge Schaden, würde ich mal sagen. Weiß nicht, ob das. Ich will ein neues Hacke bei. Was haben wir denn da? Nein. Okay. Jetzt 60 Punkte schwächer als was ich habe. Boah. Was haben wir hier? Meister auf der Maske. Ja, ich sehe aus wie einer von Alibabas Räubern. Ja, du hast noch nie einen von Alibabas. Was sind das? Ich hab so einen Turban oder irgendwie sowas. Von mit mir in dieses Land und erlebe. Arabische Welt. Arabische Welt. Das ist bestimmt voll rassistisch, was wir hier machen. Alter, wo kommt denn jetzt her? Alter, schon wieder ein goldenes Schwert. Oh, jetzt sind auch Gegner. Das ist ein NPC. Das war ein Gegner. So. Hakult. Nein, ist schwächer. Was ist der Elch? Machst du das? Ey, der stand gerade im Untertitel. Ich habe auf euch gewartet. Ja, ja. War nicht der Elch? Ja, das war bestimmt der Elch. Was ist denn hier los? Ich muss warten. Doch, da sind Gegner. Sehr viele Gegner. Sind sie weg. Viele waren da auch nicht. Wir überleben alles, Daniel, nachdem wir dieses komische Schloss erobert haben. Ja, irgendwie schon, ne? Aua! Ich hab mir einen Speer gegen den Kopf geworfen. Hinter, da kommen noch welche von hinten. Oh, die können fliegen. Aua. Aha. Das sieht aus bei mir, wenn ich mir so dein Bild von deinem Charakter da so ansehe, über meinem, da sieht aus, wäre da eine Träne auf deinem linken Auge oder so.
bist halt ein sehr emotionaler Baba. Ja, ich habe mir auch irgendwie so Tattoos machen lassen irgendwie. Ja, ja. Ich habe auch Tattoos, aber nicht okay. Ja, und ich habe meinen Mascara verwischt, die ganze Zeit, ja, immer am Heulen bin. Ja, dein Kiss. Ja, dein Kiss Make-up. Nein, ich bin immer, ich tue mich in den Schlaf rein von den ganzen Sachen, die ich hier erleben muss, ey. Du bist der Gene Simmons. Du bist der Gene Simmons in diesem Universum. Okay. Ich habe gesehen, wie der Barbar jemanden mit seinem eigenen Schädel tot geprügelt hat. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das hat er auch die ganze Zeit gesagt. Ah ja, der, die Final Staffel kommt von Red vs. Blue. Ja, hab ich auch gehört. Das gleich hat die noch am Laufen, war. Oh. Die hat ein bisschen Tiefes gehabt, weil die so zwischen eine andere Staffel gehabt hat. Irgendwie Zero hieß das. Das ist nicht so gut angekommen. Da sind ganz neue Charaktere vorgestellt worden und die fanden die Leute nicht so toll. Ja, und die sind jetzt irgendwie auf ihrer eigenen Seite oder so, ne? Die ganzen Episoden am rausbringen. Die haben einen ganz anderen Konflikt geführt. Und die alten Charaktere sind da gar nicht drin vorgekommen, nur als Cameo oder so. Ist das wieder eine neue Stadt? Ja. Wo ist die Hauptquest ist auch hier. Wo ist denn der Schnellreisepunkt? Irgendwie können wir hier nicht rein. Oder? Hast du gefunden? Also da. Hier ist einfach so ein Weg. Nee, ist der Heiler. Hast du den Schnellreisepunkt gefunden? Nee. Oh, hier ist die Hauptquest. Ich weiß nicht, welche Quest das ist, aber... wir haben ja irgendwie, weil wir haben schon Akt 1, Akt 1, Akt 2, Akt 3. Na schon Akt 2. Einmal Chor, wo sind die andere dann? Wir sind doch noch bei Akt 1. Ja, ich würde mal sagen, wir sind hier falsch, Daniel. Du hast uns in die Irre geführt. Da unten, okay, lass mal einen Schnellreisepunkt hier suchen, falls hier einer ist. Wir waren da unten. Hier sind sehr viele Kinder. Dann fragt die nach dem Schnellreisepunkt. Der redet von Astaroth. Oh, hier hängen einige Leute. Es scheint hier keinen Wegpunkt zu geben. Ich finde hier jedenfalls keinen. Nein. Muss man den ganzen Weg wieder hinlaufen. Irgendwie ist das Gebiet auch irgendwie abgesperrt da oben, ne? Da irgendwie. Ja, da kann man noch nicht hin. Verdammt. Wo ist er denn? Ach, da bist du. Und wo genau liegt das Problem? Da müssen wir nächstes Mal nochmal eher zu Fuß hin. Vielleicht aber bis dahin ja schon fährt. Ja, das bezweifle ich, ja. Na gut, dann gehen wir da unten hin. Wie kommen wir da hin? Ihr Lesnar. Na gut, ihr Loser, dann verziehen wir uns wieder. Habe ich gerade im Ladebildschirm gesehen. Immer noch 3 Punkte. Oh Gott, was habe ich gerade aufgelevelt? Das hier, ne? Ja. So. Dann gehen wir mal zur richtigen Quest jetzt hier. Ich verstehe sowieso nicht, warum wir schon Quest 2 und Akt 2 und Akt 3 und so was alles zur Auswahl haben. Die haben wir schon von Anfang an, glaube ich, zur Auswahl. Kommst du? Ja, ich hab's gefunden. Ich bin noch nicht. Keine Angst, sie sind dort. Ich bin schon fast da. Immer der ganzen. Dein ganzes Gefolge erstmal als erstes. Goldener Kreis in der Stadt. Oder. Ja, da müssen wir hin. Glaube ich.
Boah, hab ich voll entzweit. Peitsch, peitsch. Voll daneben gehauen. Also Thema nebenbei, du kennst doch hast du von gehört den Anime da oder die Story Fire Force, ne? Ja. Ich bin Feuerwehrmann an, ja. Der Manga, der ist schon seit einem Jahr oder zwei vorbei, aber der hat gegen Ende hat eine interessante Wendung genommen. Okay. Das war der Begriff Plot Twist trifft nicht mal ansatzweise, ey. Also der Anime, der ist noch nicht so weit, dass, der Manga, der ist jetzt vorbei. Gegen Ende kamen immer mehr Referenzen von, falls du den Anime noch kennst, Soul Eater auf. Ja, okay. Soul Eater mit Marker. Naja, kenne ich. Also ich habe den nicht geguckt, aber so, so ein bisschen. Ja, ich auch nicht, aber immer mehr Referenzen kamen da. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Anspielungen, Namen und zum Beispiel auch die Sonne, die so, oder der Mond, der so gruselig aussieht, der kam auch auf einmal in der Fire Force Serie Story vor. Dann okay. Habe ich mal geguckt, der Manga Fire Force, der ist von demselben Autorin, also die hat auch Soul Eater gemacht. Okay. Das ist noch nicht das Ende. Fire Force, am Ende der Story wird richtig merkwürdig. Fire Force ist eine Prequel zu Soul Eater. Okay. Also am Ende wird die Welt von Fire Force zu der Welt von Soul Eater. Das ist das. Der Hauptcharakter erhält die Kraft, die Welt umzuschreiben und wird, er verwandelt das halt in die Welt von Soul Eater praktisch. Also. Okay. Ja, das hat keiner erwartet. Ich auch nicht. Also ist er, wurde er auch irgendwie nicht geforeshadowed oder irgendwie sowas in irgendeiner Weise? Gegen Ende der Story kamen immer mehr Referenzen von Soul Eater auf und dann hat man auf einmal mind-blowing, warte, das ist die Welt von Soul Eater. Fucking hell, ey. Das ist nur, bevor die Welt zu Soul Eater wurde, ey. Die verlieren halt dann im Austausch, verlieren die alle ihre Feuerkräfte, aber dafür verlieren die Kräfte mit ihrer Seele, gewinnen die Kräfte, mit, was die mit ihrer Seele machen können, so wie Soul Eater. Mhm. Das ist krank. Da können die sich in Waffen verwandeln. Ja, ja, genau, das hat keiner erwartet, so einen plötzlichen Plot-Twist, ey. Fucking hell, ey. Na klar. Wer erwartet so einen Scheiß auch, ey? Was, sind wir jetzt hier bei der Story-Quest? Ja. Oh Gott, schon wieder solche Geister. Oh nein. Ja, aber die sind nicht so stark. Ich weiß gar nicht, warum du die fürchtest. Ich sterbe doch die ganze Zeit durch die. Ja, wir machen die aber auch halbwegs Schaden. Ja, wenn die mich angreifen, verliere ich den Fingernagel, ja. So cool. Cool, hier sogar der Leichnam ist noch eingefroren. Ich habe gehört, Flash ist irgendwie der schlechteste Movie, den es je rausgebracht hat, so vom. Ja, das soll auch, das sagen sie auch, das haben sie auch über gesagt. Indiana Jones. Also, ja. Wir sind so richtig, haben so richtig schlechten Filmgeschmack, wenn wir solche Scheiße, die alle hassen, irgendwie gut sind. Wir sind die einzigen, die die schlechtesten Filme gucken und sagen, ja, und das war lustig. Ja. Ich hab Geld bezahlt für den Film, deswegen muss er gut sein. Ja, weil wir Geldprobleme haben, vor allem ich. Ja. Boah. Dann verdient Geld, ohne irgendwie einen Film an den Finger krumm zu machen. Das ist gar nicht wahr. Ja, ich weiß, manchmal kratzt du dich am Bauch. Aber jetzt abpasst dich bestimmt, ey. Ah! Ja, die Sache tut weh. So.
Oh, pelzbesetzte Hose. Okay, ist das ein Kissenüberzug oder was? Mein Gott, das Geräusch, wenn er umfällt, so. Baum fällt, Busch. Oh, ist das besser als was ich anhab? Das ist ein Helm, ja, der ist besser. Champion Käfig. Ein Geist. Da war er weg. Au, oh Gott. Schaden genommen. Ja, die Dinger, die machen mir Schaden. Ja, und ganz schön zu. Interessant, du solltest eigentlich resistent, mehr resistent gegen physischen Schaden sein. Ich will mal sehen, was passiert, wenn die dich hauen. Blitz. Oh, Blitz. Oh Gott. Das war knapp. Ich bin so klettern und lass mich nicht von den Bäumen hauen. Sagte er, während er voll auf die Fresse kriegt von dem Baum. Ja, aber so viel Schaden hat er auch nicht gemacht. Dann musste ich mich schon dreimal hauen, damit ich irgendwas gespürt habe. Ich tue meine Haut mit der Asche von meinen Gegnern einreiben. Alle Gegner werden stärker, meine Skelette sterben immer. Normalerweise sterben die nicht. Ich muss warten. Kommen immer neue Gegner mit neuen Gimmicks. Oh Mann. Ja, ich rufe auch mal meine Ultimate. Aua. Jetzt zeige ich euch mal, wie man Holz hackt. Mit einem Knüppel. Oh Gott. Pass auf. Eine Kammer und eine goldene Zauberstab. Mein Gott, was finde ich denn hier die ganze Zeit? Alter, schon wieder was golden. Drei goldene Sachen habe ich schon wieder gefunden. Nee. Ich hab doch gerade erst einen Helm, was ist meine Fresse. Ja, da müsste ich wahrscheinlich gewöhnen müssen, dass wir jetzt nur noch goldene Sachen bekommen. Weiß auch nicht wieso. Ja, nur welche für zwei, da kommt ja noch zwei höhere. Da findest du nur noch goldene Sachen oder was? Legendäre Sachen da. Na, kotzen die Gegner schon irgendwie legendäre Sachen aus. Ja, ich meine, du bist bis jetzt der Einzige, der ein legendäres Teil gefunden hat. Also das scheint nicht besonders häufig zu sein, ey. Ja. Und du hast es weggeworfen, weil ihr ein Idiot. Ich meine, du hast es verkauft wahrscheinlich oder so. Ja, oder auseinandergenommen, keine Ahnung. Ja, da war auch schlechter als was ich hatte damals. Ja, du wirst nie wieder sowas Gutes kriegen, da. Wahrscheinlich hättest du das aufwerten müssen. Nein. Wir müssen Sachen aufwerten, Daniel, so wie in Final Fantasy 16. Ja, genau. Warum denn nicht, Daniel? Das hat das Spiel so vorgesehen. Das war Schwendung. Alle Streamer hassen dich, wenn die das sehen. Du hast gar keine Ahnung von dem Spiel. Du musst dir nochmal den Film ansehen. Mächte in dir. Nein. Das würde dich Respekt vor Sachen aufwerten lernen und vor Geister zotieren. Nimm das Rüstungsständer. Aua. Das hat mir wurde geblitzt, Dings. Den habe ich hingerichtet. Warum richtest du denn hier nicht hin, ey? Wir sind auf der Weg in einer Illusion, der ist das ein Wolf? Torgeil. Das kennen wir? Also finden wir ja gar nicht merkwürdig, dass irgendwie so ein komischer Wolf mit uns redet, ne? Lass einfach mal. Ja. Wir haben schon Schlimmeres heute. Na klar. Jetzt sind wir in Oblivion. Ja, irgendwie schon.
Ja, auch nur eine Illusion. Blutiger Wolf. Blutiger Wolf, ihr seid der Schleier der Uralin, blutiger Wolf. Ich habe euch in den Bergen. Ist das unser Fan? Ihr hattet euer Pferd verloren. Ich bin bloß ein Wolf, yo. Wir haben nicht mal ein Pferd. Ah, so, am Anfang, Daniel. Ja. Okay. Stimmt, ja, in der Cutscene. Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Geister? Ich sehe da irgendwo so ein rotes Ding, das sich bewegt, ey. Ja. Aber wenn ihr den Uradin folgt, schafft ihr das nie. Die Stimme kenne ich auch von dem komischen Wolf. Ja. Die habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ihr Weg endet in Feuer und Tod. Sind wir hier Purgatory oder so, ey? Das ist bestimmt Mufasa. Oh Gott, der Arsch öffnet sich. Oh, ein Oblivion. Also ich nehme an, das ist so gang und gäbe, dass man hier in so ein höllisches Portal einfach reingeht, ne? Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadrin... Wer ist das denn, Horadrin? Seid nicht in dem... Das... Also ich fange die nicht auf, wenn die stolpern. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das... Wir suchen nach einem Mädchen? Weiß ich nicht. Ich meine, natürlich. Wir sollten echt mal hier besser aufpassen, da. Ja, aber lass jetzt mal durch das feurige Portal gehen. Wieder in der Illusion des Horadrim. Ist denn der Horadrim zum Teufel? Was für ein Geniuzer sind wir denn schon wieder hergefangen? Ach, die Tante. Ich dachte, die will nichts mehr mit uns zu tun haben. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Ja, deine Mutter ist tot. Irgendwo in diesem Wald befinden. Ich hab sie umgebracht. Tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Das war ein Unfall. Sie ist direkt in meine Skelettarmee reingerannt. Ich stand da einfach mit meiner Axt und meinem Schwert und meiner anderen Axt. Und sie stand dann, direkt vor mir. Ich habe so eine kleine Gleichung gemacht. Axt, meine Axt plus ihren Körper gleich. Aktiven Kampf beitreten. Ah. Alter, was ist denn hier los? Boah. Weiß er immer. Was haben wir denn hier für ein Labyrinth aufgebaut? Autsch. Alter, schon wieder so ein bisschen. Aua. Ah. Ich hab gesehen, wie der Daniel durch die Gegend geflogen ist. Nein. Aha. Das ist ganz clever, die machen so eine Mauer erst und dann tun die einen blitzen, ey. Ja, ja. Daniel hat einen Inhalt gestartet, wenn du das ablehnst, Ja, da stand gerade irgendwie, ich konnte das nicht aktivieren, wenn er nicht bei mir warst oder so. Also. Na gut. So, Lady, warum sollten wir noch mal in diese komische Höllenportal da reingehen? Kann mir mal einer erklären. Blah. Endlich das horadrische Gewölbe. So, und noch was? Jetzt echt noch was? Okay. Ich steig gleich wieder auf. Oh. Ich will auch. Da ist noch wieder ein Keller. Sind wir ja richtig. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Ach ja, die wollte ja, dass wir mit irgendeinem Priester reden oder so, ne? Weiß ich nicht.
Wir haben mit so vielen Priestern schon geredet. Wir haben so viele Priester schon getötet. Das ist ein Graffiti. Lass das einfach ablecken, mein Gott. Was für ein Durchgang hier drüben, ja? Also setz doch nicht für jede Scheiße deine Ultimate ein. Warum nicht? Ich meine, das sind nicht geil, wenn du die mal wirklich brauchst, dann hast du die nicht bereit, ey. Ach, passt schon. Okay. So nur eine halbe Minute oder so. Bei mir sind es 70 Sekunden oder so. Na, okay. So, was jetzt? Oh, hast du ein Buch gefunden? Ja, glaub schon. Bringt das horatische Buch zu Neri Yellarelle oder wie heißt für Tinderella da? Stripperella. Rick und Morty kriegt ein Anime. Was? Ja, das war sehr merkwürdig. Und sieht nicht besonders gut aus. Keine Ahnung, was das soll. Rico and Morty. Ja, genau. So hat der das auch ausgesprochen, der Macher. Der hat sich vorgestellt. Watashi wa Rico und Morty ni shoni yarimasu. Ja, das wird nur eine 10 Episoden. Das Intro sah sehr merkwürdig aus. Die Animation ist sehr komisch. Das ist so eine Mischung aus Anime-Animation und die typische Standard-Animation von Rick und Morty. Hey, wartet auf mich! Nein! Ja, warte mal, wir mussten erst mit dir reden, oder? Na, ja, wir müssen da folgen. Bei mir stand die gerade hinter mir. Wieso sagt ihr denn, wartet auf mich und rennt dann vor, ey? Jetzt müssen wir mit dir reden. Könnt ihr diese Tür öffnen? Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit. Damit wir da nicht durchgehen, du Pisser. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ja, ein Kleifes Mythos, Daniel. Ja. Deshalb will Ultima ihn haben. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Warum muss ich dir erklären, wie Kristalle funktionieren, Daniel? Ich hab da nicht nachgeguckt, ich habe einfach nur zugehört, was Sid gesagt hat, du Pisser. Ja, ich merke mir nur wichtige Sachen. Ich dachte, du bist so fasziniert von Final Fantasy, Daniel. Du hörst nur die Hälfte von dem, was die da sagen, ey. Was redet die da? Hat die mich gerade beleidigt? Was, meine Mutter? Zeichel, ey, das sieht mehr satanistisch aus, das Symbol, ey. Hier sieht alles satanistisch aus in dem Spiel. Ja, irgendwie schon. Hey, das ist ein Wärter. Aua. Er ist tot. Hervorragende Beobachtungsgabe, mein Charakter. Dämon. Dieser Mann ist tot. Guck dich eine Leiche an. Zu dieser Zeit, an diesem Ort, hier? Alter, ich hab mich da durchgedreht, der ist voll zersplittert. Ja. Oh, er hat erhöhtes Leben und aufgestiegen. Goldbeere, die hat die höchste Durchschlagskraft. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Oh, der macht Gift. Und der ist tot. Und eine Schnittersense. Doch. Lass mal sehen, was das Schwert ist. Das ist bestimmt nicht besser als deins, Daniel. Ich habe gerade eins gefunden, das hat einen mehr Schaden als was ich habe. Hast du es ausgerüstet, Daniel? Oh, das ja. Ist ein gewaltiger Häscher. Oh. Oh. Nein. Da war gerade noch ein Gegner, der dich angegriffen hat. Ja, habe ich gesehen. Nur ein Pisser, ey. Ist wahrscheinlich, das könnte... Ah, das war schon ein Pisser. Meine Skelette sind wahrscheinlich so durchsichtig bei dir, damit du die nicht mit Gegnern verwechselst. Ja, nehme ich auch an. Weil wir kämpfen ja oft ja auch gegen Skelette, ey. Ey, yo.
bereit. Okay. Wieder was Neues. Ah, plus 4 Rüstung, jawohl. Es ist aber seltener, dass wir irgendwas kriegen von anderen Klassen. Weil wir finden hier so Sachen für Untoten und Barbaren, aber nicht so viel von anderen Klassen, ne? Nee. Ich habe bis jetzt nur von Jäger immer mal wieder was gefunden. Aber das ist nur selten. Ich nehme an, weil wir ein Barbar und Untoter sind. Oder nicht? Ja, ich was damit zu tun hat. Würde ich mal sagen, ne? Also müssen wir ja irgendwie die ganze Zeit irgendwie Bögen und irgendwie sowas bekommen, ne? Ja. Ja, ich meine, das kriegen wir nur selten. Wir kriegen mehr Sachen, die für uns bestimmt sind. Ich bin noch nicht bereit. Hab ich mir auch irgendwie so schon gedacht. So, wenn jemand irgendwie, wenn einer von uns irgendwie eine Truhe öffnet oder so zum Beispiel, weil irgendwie davon anfängt, wer die Truhe öffnet, was wir da bekommen. Ja, das weiß ich nicht. Gute Idee eigentlich. Versuch du mal irgendwie die nächsten Truhen so zu finden. Ja, jeder sein eigenes, wir haben ja jeder sein eigenes Blut. Ja. Ja, ich weiß ja nicht. Schon wieder zwei Gold. Das ist ein gebundenes Auge. Was soll denn das sein? Ich bin schon wieder leicht voll. Boah. Das ist sogar schlechter, was auch immer das ist. Ah, Oblivion. Du hast ja so rot über dem Bildschirm. Bist du da reingegangen? Na, no, ist nichts passiert. Aktiven Kampf beitreten. Ich kann da nicht rein, Daniel. Mir nichts. Okay. Ihr könnt aktuell keinen Bossbegegnung teilnehmen. Okay. Sind da gerade andere Spieler drin? Muss nicht. Also eine Hauptstory. Oh nö. Müssen wir heute Star Wars weiterspielen? Schon lange nicht mehr weitergespielt. Du hast zu viele Spiele zum Spielen. Ja. Sonic habe ich auch noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht bereit. Hat das wirklich nicht gespielt? Sonic. Ein neues Sonic-Spiel hat mir geholt. Ah ja, das hast du dir auch geholt, ne? Ja. Ja, aber das interessiert mich, was du offscreen spielst, Daniel. So, und nun? Nicht tötet Sherrod. Ich hoffe, wir müssen mit dem Boss da kämpfen, auch wenn wir da irgendwie nicht rein können. Hm, gucken wir noch. Was ist das denn hier? Von dir? Denn, der Geist? So ein kleiner, ja. Geist, oder? Ja, das ist mein Knochengeist. Der sucht nach Gegnern und dann explodiert er, wenn er einen findet. Ja, konnten wir nicht rein. Nee. Wenn wir den Boss nur individuell töten oder so? Oder nicht? Gucken wir mal. Also können wir nicht zusammen da rein oder was? Doch, bestimmt. Tötet Short. No, jetzt ist ja nichts. Okay, jetzt. Keine Ahnung, aber gerade war da nichts. Da oben.
Meine Skelette haben mir den Weg gewiss. Oh, sehr gut getroffen von mir. Au. Oh, noch mehr Blitze. Oh, ja, noch mehr Blitze. Benutzen Sie jetzt Blitze? Sie benutzen jetzt Blitze. Ich bin so hart gehauen, dass aus denen sind Tränke rausgekommen. Noch mehr. Ich bin noch nicht bereit. Ach, oh. Macht mehr Schaden als der Boss da, ey. Komm her, du Schwein. Die Kampagne ist so unspektakulär. Ich muss warten. Ah, ich meine, der Boss hier ist nicht besonders schwer gerade. Ah. Er schuss sich immer aus, dann treffe ich ihn mit meinem letzten Angriff von meiner Ultimate nichts. Oh, gut, ein goldener Zauberstab. Nein, ich habe ja keine, keinen Platz. Lass mal ein paar Sachen fallen. Das würde ich haben. Oh, stachelige Latschen. Also hast du hast die fallen gelassen, ne? Ja, ja. Okay. Noch mehr Schuhe. Und noch mehr Schuhe. Ich hasse diese arschdämlichen Fragen, ey. Warum hat ein Dämon dieses Buch beschützt? Warum klebt da Blut an der Wand? Warum machen Dämonen böse Sachen? Ich brauche mehr Zeit. Das hat mir gerade aufgefallen. Ich habe irgendwie keine Angriffe, die irgendwie Wut verbrauchen, außer dieser Drehangriff. Weil meine anderen Angriffe brauchen keine Wut, ey. Trotzdem höre ich immer irgendwie in deinen Let's Plays, wenn ich da gucke, ich habe nicht genug Wut. Ich kann das jetzt noch nicht machen. Dafür, dass du nur einen Angriff hast, ey. Ja. Der Wut verbraucht. Müsste mal mehrere haben. Lohnt sich ja gar nicht dann. Oh, wieso? Du tötest doch schon wunderbar. Dann, ja, du tötest alles. Du bist wie ein Beyblade. Wieso habe ich denn diese Wut, wenn ich damit nicht töten kann? Müssen die? Das musst du den Hulk fragen. Du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Ich habe immer mehr Glück als du, Nerel. Das Buch pulsiert. Hier sind Zauber und Theorien von Ratma festgehalten, dem ersten Totenbeschwörer. Das muss ich lesen, auf jeden Fall. Da werde ich noch mächtiger. War ja klar, das haben wir zwar nicht gesucht, aber das kann uns trotzdem helfen. Wie zurückbringt, die ist tot. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, mein Charakter hat Ahnung. Lady, wir haben schon einige Sachen gesehen. Deine Mutter hat versucht, uns umzubringen. Die bringen wir zurück. Dann bringen wir sie noch mal um, wenn die wieder auf uns losgeht. Mein Gott, diese Charaktere sind so arschdämlich, das gibt es gar nicht. Das ist wieder so eine Situation da, wo wir die einzig Vernünftigen hier sind. Und das ist schon besorgniserregend. Ich meine, guck uns mal an, wir schreien nicht gerade Vernunft. Oh, sind fertig mit der Hauptquest. Mit der Kampagnenquest. Okay. Schon 31 sind wir. Wir sind schon fast fertig mit dem Spiel. ich hoffe, wir werden noch Jahre an diesem Spiel sitzen. Weiß nicht, welches Level waren wir, als wir angefangen haben. Irgendwie so 22 oder irgendwie so was. 23. Ich weiß es nicht.
Überall, Daniel. Ich hatte ja beim letzten Mal meinen Golem auf Level 25 freigeschaltet. Na dann, 26 irgendwie so. Ja. So, wo gehen wir als nächstes hin? Irgendwas Schweres da, irgendwas Spannendes. Ah, weißt du, was Schwieriges? Okay. Hey, warte, warte. Nein! Nein! Was haben wir noch hier? Irgendwas ist. Hier ist auch nichts in der Nähe gerade irgendwo. Also sowieso zum. Zu einer Stadt irgendwo zum Verkaufen. Okay. Also gehen wir nach. Kyowaschat. Ich bin dir sogar schon getroffen. Boah. Der Anruf wird weitergeleitet. Was? Auseinandernehmen und das ganz toll, das immer noch mein Barbaren, mein Banditenturban. Was habt ihr noch? Irgendwie kann man ja auch Zeug als Ramsch markieren. Ja, gut, das soll halt gut sein eigentlich, ne? Wollen, da kannst du, glaube ich, so auf Knopfdruck alles verkaufen. Da musst du irgendwie X drücken, so auf deine Sachen. Oh, nein, da wollte ich nicht. So, oh, meine Edelsteine. Alle einlagern. Ich guck mal in meiner Kommode, weil ich hier so alles Subs. Wenn ich auf Aussehen gehe von Kommode, dann sehe ich ja, wie mein Charakter aussah, als ich den erstellt habe. So vollkommen nackt und so. Das ist voll voll Tag und Nacht, ey. Ich hab ja wieder einen Fertigkeitspunkt, ich vergesse das immer, ey. So viele Waffen, ich ja. Ist der größte. Na, Moment, lasse ich das noch mit den Ausrüsten hier, wie aussieht. Grabsteine. So, was habe ich denn im Board? Habe ich denn ja nochmal gelevelt vorhin? Gute Frage. Donnernde Stimme. Machen wir das. Mein Gesang besser zu hören ist. Ich baff dich hoch. Okay. Irgendwie hört sich das an wie die Post ist da, die Post ist da, die Post ist da. Din. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich bloß von wem. Sind da irgendwie solche random Freund, Kinder der, irgendwie. Also das ist voll das Problem, dass der so viele Kinderfreunde hat. Ich glaube, der ist pädophil. Polly Papa. Sein Mund imaginär und das schlupft wie die Seife. Wie ist denn das, wenn der duschen geht? Ich weiß, Daniel. Das fragst du, das sagst du jedes Mal, wenn wir über diese scheiß Seife reden.
wenn der sich die Scheißwaffe in den Arsch steckt und die am Reden ist. Es ist ganz schön dunkel, Alter. Ich glaube, ich habe Gold gewonnen. Madame Salz und Mr. Pfeffer. Ja. Dann bist du fertig. Ja, ich weiß auf das. Ja, ich will ja rausgehen. Ich will da rechts aus die Stadt raus. Da wartet eine Quest und Ruhm und Ehre auf uns. Oh, der hat mich beleidigt, der Kerl. Tja. Er hat mich als schwach und töricht bezeichnet. Es wird Zeit für ein PvP-Duell. Ja. Lieber nicht, der macht mich fertig, der ist Level 56. Und später war das? Ja. Wo bist du denn schon wieder da? Ich muss mal auf der Karte gucken. Ah, da bist du. Ich bin schon aus der Stadt raus. Ja, ich hab gerade gesagt, rechts von der Stadt. Weltstufenstatue. Albtraum und Qual. Später. Noch 19 Level. Dann wird das Spiel ist richtig schwer. Ja, glaube ich auch. Mit der Korn vom Weizen getrennt. Und wir, weil hier, die Analogie habe ich noch nie verstanden. Was ist denn jetzt das Gute? Korn oder Weizen? Was ist das Gute? Und was ist das Schlechte, weißt du? Ja, nicht, ja. Warte mal, das ist ein Spreu vom Weizen, oder nicht? Stimmt. Ja, kann sein. Was ist der Unterschied zwischen Korn und Weizen? Ich meine, was ist das Ende doch nicht schlechter als das andere? Kommt auch, okay, kommt drauf an, was man mag, aber Spreu ist ja irgendwie, weiß ich nicht, nicht so gut. Ich weiß nicht mal, was Spreu bedeutet, ganz ehrlich. Oh Gott, Blitz. Ja. Warum laufen die jetzt schon hier rum? Die waren doch schon vorher, die kommen schon mit. Ja. Oh, früher waren die auch schon hier. Die sind nur nicht so stark wie in dem Dungeon gewesen. Und dann sind ja keine neuen Gegner, die roten Geister, die hatten wir auch schon vorher hier in der Nähe. Nein, die verprügeln den NPC. Jetzt klar, die sind auf den NPC da losgegangen. Da bin ich, danke. Schießt das Ding eiskalt auf mich. Der nicht hört. Ah. Wer war das? Ist er tot? Ich hoffe es. Blitz! Aha! Ich bin noch nicht bereit. Für wieder so einen Bonus. Boah. Aber durch mit unseren Fähigkeiten. Ja. Aber die Abklingzeit geht auch runter. Ich kann mich unendlich drehen, aber jetzt nicht mehr. Aber der verdammte Blitz. Nein. So, was haben wir hier? Hm?
Dave. Ich hab mich gefragt, wie du da rumgekommen bist so schnell. Ab von der anderen Seite, okay. Ja, wir decken die Karte immer weiter auf. So, da müssen wir ein geheiligtes Beinhaus. Ah, da sind wir. So, du kannst es nicht Armenhaus, ne? Ja, da werden die nämlich arm dran.